So, willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir waren zuletzt hier stehen geblieben und ja, haben uns gerade noch die Blackbeard-Mission gegeben, vorhin als letztes in der Last-Folge. Geben wir uns jetzt noch ein bisschen mehr. Ich weiß noch nicht, wie lange. Stunde mindestens. So, dann mal wieder auf zur Hauptmission, würde ich mal sagen. Die war ja eigentlich hier oben irgendwo, hier, da so. Wieder das Versprechen von Sachen, die ich nicht mache. Und nicht gut. Darunter gehört ja auch teilweise, dass ich versprochen habe, hey, ich mache die ganzen DLC-Geschichten nach der Hauptstory von eben Assassin's Creed bis jetzt. Bei Brotherhood habe ich es nicht gemacht, bei Revelations habe ich nicht gemacht, bei 3 habe ich es auch nicht gemacht. Ach, Tulum ist ja schon fertig. Wir haben jetzt noch wie viel Forts zu erledigen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir noch echt 6 noch? Zähle ich richtig? Zähle ich falsch? Ich zähle richtig. Okay, 3. Wir haben jetzt 3 Dreier und 3 Zweier. Ob wir das heute hinkriegen? Ich denke mal eher nicht. Das machen wir die nächsten Aufnahmesessions, wenn ich ein bisschen mehr Zeit mitbringe. Ich würde sagen, wir machen jetzt uns auf den Weg zur Hauptmission. Die befindet sich dort. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Anscheinend nicht. Abaco Island. Auf nach Abaco Island, Leute. Abaco Island ist ja schon irgendwie feindlich geworden, nachdem wir da waren. Alles klar. Oh. Auf dein Zeichen, Captain! Ist gut genug. Leesegel einholen. Bringt den Kahn zum Stillstand. Feuer! Feuer! Ja! Fast fertig, Sir. Feuer! Ja! Segel setzen, Bewegung. Großsegel setzen, hört ihr? Eben entern. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen, aber dann können wir unser Bekanntheitsgrad mal wieder ein bisschen runterregeln. Lol, okay. Gut. Gut, gut, gut. Kriegen wir noch mal hin. Sollen wir das in unsere Brigatte mit aufnehmen? Na komm, Bekanntheitsgrad erstmal minimieren wieder. Feuer!
Feuert ihr an, Jungs? Hey, lol. So, dann können wir endlich mal... Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Oh, echt? Was brauchen wir denn, um das Schiff zu verstärken? Aber dann... Oh, scheint es so, dass wir die Jackdaw wieder aufbessern können? Nee, was? Uns fehlt das Holz. Blöd. Das heißt, wir brauchen nächstes Mal irgendwie ein bisschen mehr Holz zu kommen. Aber das kriegen wir auch ganz gut gebacken. So, ich bin mal ein bisschen näher ans Mikro gekommen, damit ich mich ein bisschen besser höre und damit ihr mich ein bisschen besser hört, weil... Belagerung von Charleston. Oder Charleston hier, oder Charleston. Charlestown. Hey, yo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Danke, Bonnet. Wo ich ihn erst für einen Schwachmat gehalten habe, ist er ein Schwachmat mit Courage. Daheim. Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr... Also die nächste Lade? Ausgezogen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. 3 jetzt niemand, oder? Habe ich mich da irgendwie verguckt? War ich irgendwie blöd? Vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ah, und sie haben es eilig. Hä? Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie doch etwas Unvorhergesehenes. Tut mir leid, aber da weiß ich jetzt. Alles, was wir haben. Noch. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Ah.
Ach man. Ich weiß jetzt nicht, war ich gerade blöd oder war ich gerade keine Menschen? Hat er irgendwie vergessen, die Assets zu laden diesbezüglich? Ich bin jetzt gerade leicht verwirrt. Guck mal, was jetzt getan hat. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ah, immer noch nicht. Ich sage, wir folgen ihnen. Was tun sie bereit? Wir fahren mal alles noch rum. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Ist noch ein Wachturm. Shit. Ein bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Jetzt halbes Segel. Glück gehabt. Die Segel setzen. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Glocke sabotieren. Kriegen wir hin. Zimmer, danke. Gibt's hier irgendwelche optionalen Ziele? Erstmal nicht. Oh, oh, oh. Danke, Adewale. Hallo, Adewale. Kollege Bro. Nehmen wir Fahrt auf. Ich sehe sie. Da drüben. Ich sehe sie auch. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Ich glaube auch. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Bayou? Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Mir fällt gerade was ein. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Das ist noch vor Liberation. Immer mit der Ruhe, Captain. Stimmung locker. Hauptsegel retten. Großsegel setzen. Alle Segel einholen. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Also. Okay, wir Schlafpfeile gegen Krokodil einsetzen, ein Krokodil heute. Hm. Keine Schlafpfeile, also kann ich das nicht machen. Oh, nicht gut.
Dann steht er sicher mit Ihnen im Bunde. Sei bloß dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Mich jetzt noch hier. Krokodile kommen zum Abendessen. Alter, alter Kumpel. Es ist warm heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Wie wird das Ganze? Schnauze, nicht Interlocus. Sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksbomb reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder um wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord wüten. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Weiter. Hast du heute schon Krokodile gesehen? Ich hätte schwören können, ich schwamm am Boot vorbei. Nein, ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Kann ich die nicht herstellen? Warte mal. Hunterpelz fehlt mir. Was zur Hölle? Knochen. Geh weit. Der Hauptmann war. Lass dir mal ein bisschen vorfahren. Fast geschafft. Gut. Hauptmann Wyatt ist kein geduldiger Mann. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! So wachsam, die Boys. Lol, okay. Das ist blöd. Das ist sogar sehr blöd. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Oh. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand die... Lagerschlüssel? Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Oh, sorry, den müssen wir jetzt töten. Herr
Erschieß ihn jemand! Erschieß dich erstmal jemand. Interloper! Ne, die tun nichts. Was zum Teufel? Hey! Hilfe! Falsche. Tut doch etwas, ihr Narren! I won't let you down, you're letting him down. Haltet ihn! Ja, Mann! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain! Ah, jetzt sieht man Menschen. Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder der darunter. Ja, mit Schlaffeiern konnte ich nichts machen. Mit den Leuten konnte ich auch nicht. Also hätte ich machen können irgendwie, aber... Oh, es geht raus aus dem Animus, Leute. Es geht raus aus dem Animus. Wusste ich jetzt aber nicht, aber wie gesagt, es geht raus aus dem Animus. Es scheint es so. Die richtige Arzneimage. Der Renome Sequenz 6 beenden. Ich bin auf dem Weg nach oben. Olivier möchte mit uns darüber reden, auf dem Material, das sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe sie im Aufzug. Mir doch jetzt egal. Ich hacke mal. Entschuldigung. Ich bin gerade zu neugierig. Weiß ich, bin ein bisschen böse. Wenn sie mich erwischt, ist auch nicht gut. Oliver, hier ist die ursprüngliche Präsentation, die ich erhalten habe. Sie ist ein bisschen mager, was die Fakten angeht, aber diese Leute wissen, was sie tun. Wir wissen mehr, wenn sie am Montag eintreffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. John. Oliver, here's the initial presentation I received. It's a little light on facts, but these guys know what they're doing. We'll know more than they arrive on Monday. Let me know if you feel like attending. John. Blume. Ah. Blume sagt mir doch was, oder?
Okay. Warum jetzt? Warum warten? Warum Blume? Oder Blum? Als weltweit führendes innovatives Hightech-Unternehmen für performante Kommunikations- und Sicherheitstechnologie ist Blume oder Blum im Begriff die Art, die wir über Informationssecurity Architecture ISA denken, von Grund auf zu ändern. Als Spezialisten für alles von Mobiltelefonie über Heimcomputer und digitale Bildverarbeitung bis hin zu Netzwerksicherheitssystemen sind wir besonders stolz darauf, dass wir diese meisten Märkte, die wir inzwischen dominieren, selbst mit erschaffen haben. Auch cool. Und nirgendwo ist unsere Expertise augenscheinlicher als in unserem Flaggschiff, dem CTOS, ein bahnbrechendes proprietäres Security-Software-Operating-System. Anspielung auf, also was als Anspielung, das ist das erste Spiel, was die Verbindung zwischen Watch Dogs und Assassin's Creed, zwischen den beiden Universen verbindet, was ja vorher schon Theorie gab. Wenn man Watch Dogs spielt, was ich mal spielen werde, entweder nach dem Teil oder viel, viel später, dann gibt es eine kleine Anspielung auf Assassin's Creed. Sogar auf Assassin's Creed 2 oder so, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Also was ist das, CTOS? Geheim, Datenschutz ist Sicherheit, integral. Wie haben wir ohne es je Geschäfte gemacht? Zugänglich, auf Knopfdruck, verfügbar, wir sind überall, die ganze Zeit. Stabil, es funktioniert einfach. Einfach gesagt, CTOS ist die stabilste und benutzerfreundlichste Security Software, die je entwickelt wurde. Kann Abstergo es sich leisten, sich diese Perfektion entgehen zu lassen? Der CTOS-Traum, das Blum-Versprechen. Ein Dutzend Städte, 100 der größten Konzerne, 1000 kleiner Unternehmen. Seit fast einem Jahrzehnt hat das CTOS die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllt und das mit einer Erfolgsgeschichte, die in der Moderne ihresgleichen sucht. Wie machen wir das? Robuste, ultraleichte HD-Kameras, Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, proprietäre Gesichtserkennungssoftware, mehrere Fail-Safe-Datenzentren, cloud-kompatibles Informationsmanagement, 24 Stunden Kundendienst und Service. Kurz gesagt, wir haben alles, was Abstergo braucht, um sein einzigartiges geistiges Eigentum zu schützen. Und vieles mehr. The future is in Blum. CTO is Blum. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Die Zukunft liegt in Blum. So. Präsentation des Sicherheitssystems. Entschuldige, ich nutze gerade aus, dass keiner da ist. Okay, er ist da. Schade. Er ist auch da. Warum ist der Kollege denn gerade nicht da? Den haben wir gerade schon gehackt. Das ist unsere eigene Box. Wo wir gerade sowieso nicht reinkommen. Ich will gerade gucken, ob wir noch mehr hacken können. Ne, der ist auch noch am Arbeiten. Also ich hätte echt Bock, in so einer Firma zu arbeiten. Ist ja nicht böse gemeint, aber ich würde gerne in so einer Firma arbeiten. Oh. Wir müssen einen Knotenpunkt erreichen auf dem grünen Ring, ne? Oh. Cool. The Backdoor. Kann man als solche eigentlich sehen, finde ich. Finde ich nicht schlecht. Oh. Kern durchbohren. Oder durchbrochen. Der Mechanismus von Antique Terra. Dieser Mechanismus wurde ursprünglich für eine analoge Rechenmaschine gehalten, die die zukünftige Position von Himmelskörpern anzuzeigen vermochte. Wissenschaftler von Abstergo Industries haben jedoch kürzlich herausgefunden, dass er nur ein kleiner Teil eines viel größeren Gerätes ist, einer sogenannten Vorhersagemaschine, die vermutlich von der ersten Zivilisation benutzt wurde, um Wahrscheinlichkeitsberechnungen für zukünftige Ereignisse vorzunehmen. Es konnte zum Beispiel bestätigt werden, dass die Vorläufer einen solchen Apparat in Verbindung mit ihren gegebenen präkognitiven Fähigkeiten genutzt haben, um Desmond Miles zu finden und Kontakt zu ihm aufzunehmen. Herr Miles ist die Quelle unseres Sample 17 Strangs und die Gründe für die
Kontaktaufnahme unterliegen der Geheimhaltung. Weiterhin ist bekannt, dass dieses Gerät aufgrund der Natur ihrer Quantenwahrscheinlichkeitsmessung sehr schwierig zu benutzen waren und es viele Hunderte und Tausende Versuche erfordert habe, dürfte so weit in die Zukunft zu blicken. Okay. Baghdad-Batterie oder Bagdad-Batterie. Bagdad R. Ein Mysterium, das Forscher seit Jahrzehnten vor Rätsel stellt. Nun wird das ultimative Geheimnis hinter der Bagdad-Batterie endlich entschlüsselt. In diesem Jahr haben Forscher von Abstergo Industries festgestellt, dass die Batterie einst ein synthetisches Element der Vorläuferrasse enthielt, das Energie produzieren konnte, indem es die Energie anzapfte, die durch den Ablauf der Zeit erzeugt wird. Dies ähnelt verblüffend der Idee, die theoretische Physiker Zeitkristalle getauft haben. Dieses und unbekannte kristalline Material war in der Lage, kleine, aber unbegrenzte Mengen Energie zu erzeugen, indem es dem Lauf der Zeit selbst Energie entzog. Trotz der geringen Menge reichte die Energie, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen, was eine bescheidene, aber unglaublich effiziente Art der Lichterzeugung darstellt. Bis heute wurde kein funktionierender Zeitkristall der Vorläufer entdeckt. Ah, das ist das Gerät, was wir... Blutampullen. Das ist das Gerät, womit wir den den Weisen ein bisschen Blut abgezapft haben. Über die Funktion dieser Blutampulle ist wenig bekannt, obwohl Nutzende davon gefunden wurden, seit Abstergo in den späten 1980er Jahren damit begonnen hat, danach ihn zu suchen. Bis heute wurden nur drei mit intaktem Inhalt gefunden und nur eine davon enthielt eine bestätigte DNA-Probe der Vorläuferrasse. Die Geschäftsleitung von Abstergo Industries hatte ihr besonderes Interesse daran bekundet, mehr Vorläufer-DNA zu finden und falls möglich Proben unserer sogenannten mitochondrialen Eva. Soweit er hergeholt dies auch klingen mag. Bitte geben Sie sich besondere Mühe, alle Ampullen zu identifizieren, über die Sie beim Nacherleben von Erinnerungen stolpern könnten. Unglaublicherweise beträgt die durchschnittliche Halbwertszeit von DNA kaum 500 Jahre. Alle Proben, die alt genug sind, um von den oben beschriebenen Quellen zu stammen, also 80.000 Jahre oder älter, sind inzwischen längst unbrauchbar. Wir rechnen damit, dass es mehr als 250 gleiche Proben dieses Alters erfordert, um ein gehöriges Quäntchen Glück, um daraus das vollständige Vorläufergenom zu sequenzieren. Tatsächlich dürfte die benötigte Zahl eher in Richtung 500 gehen. Wird das im Kopf von jemandem gefunden? Uff. Das trifft auf die Blutampulle zu, die wir haben. Diese Blutampullen. Die haben wir doch mit dem Vorläufer, mit dem Weisen und das würde doch zeitlich ja passen, weil 1700, 500 Jahre weniger, 500 Jahre mehr ist immer noch okay. Kristallschädel. Diese antiken Objekte wurden bei verschiedenen Gelegenheiten an vermeintlichen Siedlungsstätten der Vorläuferrasse in der ganzen Welt gefunden. Bis zu einem gewissen Grad sind sie allesamt Kommunikationsgeräte, obwohl bisher drei verschiedene Typen entdeckt wurden. Der erste Kristallschädel funktioniert ähnlich wie ein heutiges Mobiltelefon, ermöglicht die Kommunikation zwischen allen Personen, die im Besitz eines funktionierenden Schädels waren. Beim zweiten Kristallschädel entdeckte man später, dass er über eine Aufnahme- und Wiedergabefunktion verfügte, mit der audiovisuelle Nachrichten an mehrere Empfänger gesendet werden konnten. Und zwar beliebig oft. Ein dritter Typ Kristallschädel wurde erst kürzlich entdeckt und scheint als eine Art passives Beobachtungssystem zu funktionieren. Ähnlich wie ein Bildschirm in einem Überwachungssystem mit mehreren Kameras. Bisher wurden die Kameras am anderen Ende dieses Aufbaus noch nicht gefunden. Es ist nicht klar, warum diese Kommunikatoren äußerlich ein derart makabres anatomisches Erscheinungsbild haben. Aber wir haben keinen Grund zur Annahme, dass die Vorläuferrasse, so intelligent aus sie auch war, nicht auch ab und zu Opfer von geschmacklosen Modetrends wurde. Sich ganz schön krass. Das mal nachzubauen wäre auch mal interessant. Erinnerungssiegel. Sind das solche ähnlichen, wie wir mit. Ja, das sieht vom Muster her so aus, als wäre das sowas ähnliches wie mit Etsy-Auditore. Und Alter ihr. Erinnerungssiegel. Diese Geräte, mächtig in ihrer Funktion, aber mit begrenztem Anwendungsbereich, wurden von der ersten Zivilisation benutzt, um kurze Erinnerungseindrücke aufzunehmen, damit sie später abgespielt oder von einer anderen Person nacherlebt werden konnten. Ihre Seltenheit nachzuurteilen, bisher wurden weniger als 40 davon gefunden oder bestätigt. Scheint es, dass diese Siegel keine herkömmliche Gebrauchsgegenstand der Vorläuferrasse waren, sondern nur den reichsten und mächtigsten Mitgliedern ihrer Gesellschaft zur Verfügung standen. Bis heute wurde kein Siegel gefunden, das aufgezeichnete Vorläufererinnerungen enthält und von nur wenigen weiß man, dass sie überhaupt Informationen enthielten. Die Siegel, die von Assassinen alter Imla Ahad benutzt wurden. Ah, nochmal neu.
Die Segel, die vom Assassin, alter Ebene Ahad, benutzt wurden, um Erinnerungsinformationen an Ezio Auditore da Firenze weiterzugeben, könnten vermutlich heute noch funktionieren, allerdings ist bis zum heutigen Tag ihr Aufenthaltsort unbekannt. Interessant ist, dass Abstergos frühe Durchbrüche in der Entwicklung der genetischen Erinnerungstechnologie auf dem Studium dieser Artefakte beruhten, auch wenn die aktuelle Animus-Technologie nicht auf dieser Architektur basiert. Voynich-Manuskript. Das haben wir auch teilweise irgendwo gefunden, ne? Ein faszinierendes und bis dato ungelöstes Rätsel. Wir sind sehr daran interessiert, die Person oder Personen aufzuspüren, die für die Erschaffung dieses wunderbaren und mysteriösen Werkes verantwortlich zeichnen. Okay. Alle Forscher, die auf europäische Subjekte aus dem 15. und 16. Jahrhundert angesetzt wurden, sollten angewiesen werden, die jede Erwähnung dieses seltenen und wertvollen Artefakts besonders Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Obwohl neuer C14-Untersuchung die Erstellung des Werkes auf das Jahre 14.5 datieren, hat Abstergo Industries streng geheime Informationen entdeckt, dass diese Theorie deutlich verkomplizieren. Von besonderem Interesse für uns bei diesem Vorhaben ist der englische Philosoph Roger Bacon. Krass. Also leider arbeiten hier noch alle. Das ist ja unsere eigene Workstation, ne? Der arbeitet. Der ist übrigens sehr vorbildlich hier. Der arbeitet, glaube ich, auch. Oder haben wir den schon gehackt? Okay, der arbeitet nicht. Der haben wir schon gehackt. Das ist unsere eigene Workstation. Da finden wir ja wohl nichts. Haben wir auch schon gehackt. Der ist bestimmt sogar noch da, der Boy. Ja, schade. Warum müssen die alle arbeiten? Hier sind nochmal die Klos. Was? Ich weiß nicht, ob sie zu Melanie gehen. Die wird bestimmt schon sauer sein. Vielleicht hat sie auch über Roma aufgelassen. Schade. Hat sie nicht. Der ist noch da, der Dude. Lass ich mal seine Füße noch. Der ist auch. Ich glaube, ich gehe mal zu Melanie. Weil mehr können wir, glaube ich, gar nicht finden erstmal. Hier drüben. Bereit, er erwartet oder? Bonjour, bonjour. CCO. Jetzt kann ich was finden. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen. Atemberaubend. Blackboard war. Kurze Unterbrechung, Frau. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... pardon, Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Alors, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. Alles gut. Aha. Reden wir gerade über den Trailer von Assassin's Creed 4 selber? Ja, ist ja interessant. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie gucken. Was ist mit Untertitel passiert? Warum sind die aus? Einsprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an.